Ja, meine lieben Freunde, hier ist ein frischer Energiespartipp. Allerdings ist dieser Tipp ausschließlich für linksstaatliche, linke und zivilcouragliche engagierte Systemlakaien. Und dieser Energiespartipp ist hochwertig. Ja, es geht ja beim Energiesparen nicht ausschließlich darum, dass man selber Geld spart, sondern es geht ja in erster Linie einzig und allein darum, CO2 einzusparen. Ja, also je weniger wir selber etwas machen tun, desto mehr sparen wir CO2 ein, desto mehr weniger CO2 geben wir ab. So. Und man gibt CO2 ab, zum Beispiel, wenn man Essen kocht. Zum Beispiel, wenn man Wäsche wäscht, zum Beispiel, wenn man Auto fährt, zum Beispiel, wenn man reist und so weiter. Also Sachen. So, und der nächste Energiespartipp, der ist wirklich etwas für Fortgeschrittene, ja, aber er ist aktueller denn je. Und Gott und sei Dank haben wir ja die Frauenquote und die sollten wir auch in allen Bereichen einhalten. Und das Gleiche gilt natürlich also für die Bundeswehr, für die Armee. So, und hier kommt mein Energiespartipp und der ist sehr gut. Am meisten Energie spart ihr, wenn ihr gar nicht zu Hause seid. So fängt das schon mal an. So. Und am allermeisten spart ihr, wenn ihr euch jetzt freiwillig meldet in der Ukraine für unsere Freiheit und die Demokratie und die liberalen Werte zu kämpfen. An der Ostfront gegen den bösen Russen. Also, wer jetzt wirklich, wer es ernst meint mit der Demokratie, wer es ernst meint mit der Zivilcouragelichkeit, wer es ernst meint mit dem Linkischsein, der geht umgehend an die Ostfront in die Ukraine. Meldet euch dort. Ja, und jetzt kommt der Energiespareffekt. Ihr müsst keine Wäsche waschen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen über Benzinverbrauch und so Sachen. Ihr müsst nicht zu Hause heizen. Ihr müsst nicht zu Hause kochen. Ihr müsst zu Hause kein Licht anmachen. Ja, und ihr müsst zu Hause auch keine Computer und so Sachen anschließen oder einschalten. Müsst ihr alles nicht machen, weil ihr seid ja an der Ostfront, in der Ukraine, gegen den bösen Russen. So. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Energie ihr spart? Weitergedacht, ein kleines Stück weitergedacht, kann ich hier nicht sagen. 100%. So. Und das Gute ist, jetzt sagen ja böse Zungen, Moment mal, aber Krieg ist ja auch CO2-Ausstoß. Nein, nein, es gibt gutes CO2. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ein Leopard Typ 6, ja, gegen den Russen schießt, alles, was da passiert, ja, also die, weiß ich nicht, 120 Liter Diesel, die da rausgeblasen werden auf 100 Kilometer oder noch mehr, das ist gutes CO2. Ja, das ist gut. Ja, oder so eine Granate, ja, wenn die explodiert, alles gutes CO2, wenn es gegen den Russen geht. So. Und es gibt schlechtes CO2, wenn ihr zu Hause heizt. Energiesparen kann so einfach sein. Manchmal muss man einfach so ein bisschen nur mit der Nase drauf gestupst werden, dann kommt man auch drauf. Also Freunde, ab an die Ostfront. Das gleiche gilt natürlich für Männer und Frauen und für alle Diversen und alle Drittgeschlechter und überhaupt. So. Und dann haben wir auch hier das Thema mit dem Wohnraum geklärt für unsere Gäste. Ja, also ein Mehrfacheffekt wieder. Also meine Energiespartipps sind ja nicht nur Mono, die sind ja Stereo. Ja, Quadro, sind Quadro-Energiespartipps. So. Die etwas Älteren unter uns wissen, was ich meine. Freunde, auf in den Tag, den Nachmittag, den Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Gute Gelegenheit, jetzt diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch hier gilt, ich, Robert Götz, Matuszewski hier, Facility Manager vom Deutschen Bundestag und auch The Shadow Man genannt. Ich hab euch lieb. Macht das gut, Freunde. Es kann so einfach sein.